Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Vor 2 Monaten haben wir an dieser Stelle über die Abiturnoten gesprochen. Schleswig-Holstein lag 2024 zum 3. Mal in Folge auf dem letzten Platz aller Bundesländer. Das ist vor allem ein Problem von Abiturientinnen und Abiturienten, die sich um einen Studienplatz bewerben und mit Abiturschnitten aus anderen Ländern konkurrieren. Heute sprechen wir über den MSA, den mittleren Schulabschluss, und eigentlich auch über den ESA, den ersten Schulabschluss. Und wir sprechen über Mathematik. Wir schreiben in unserem Antrag von einem Debakel, und ich will auch noch einmal darlegen, warum. 84 Schülerinnen und Schüler gingen beim MSA mit einer 1 nach Hause. Das waren 0,9%. 631, 6,9%, hatten eine 2. 1575, 17,3%, hatten eine 3. Eine 4 hatten 2459 Schülerinnen und Schüler, das waren 27%, und die größte Gruppe 39,7%, 3609 junge Menschen hatten eine 5 und 742, 8,2% hatten eine 6. Kollege Vogt hat es gesagt, es hatten mehr Leute eine 6 als eine 1 oder eine 2. Und beim ESA, dem ersten Schulabschluss, ist über ein Drittel der Lernenden in Mathe durchgefallen. Nur 13% hatten gute oder sehr gute Leistungen. Im Schnitt ergibt das eine 3,91 als Matheabschlussnote beim ESA. Man könnte sagen, knapp ausreichend. Und beim Abi erreichten übrigens knapp ein Viertel der SchülerInnen Punktzahlen, die als durchgefallen gelten. Das Thema Mathe geht daher nicht nur Schülerinnen und Schüler aller Schulformen in Schleswig-Holstein an. Es ist auch ein Problem für die örtliche Wirtschaft, die seit langem über junge Menschen klagt, die keinen Dreisatz können oder bei denen Grundlagen des Faches zu Beginn einer Ausbildung aufwendig wiederholt werden müssen. Und ja, Frau Ministerin, es ist eben auch ein Problem der Landesregierung. Schülerinnen und Schüler befinden sich vor wichtigen Prüfungen ohnehin in einer schwierigen Phase. Der MSA, mit dem man sich um eine Ausbildung oder einen Platz an einer weiterführenden Schule bewirbt, ist eine wichtige Prüfung. Was macht es mit jungen Menschen, wenn sie sehen, dass sie mit 50%iger Wahrscheinlichkeit in Mathematik scheitern werden? Ich bleibe bei der hier schon einmal vorgetragenen These. Wenn ein Fach in seiner jetzigen Struktur Ängste auslöst, dann ist die Ansage, es gibt eine Stunde mehr, nicht die Lösung. Wenn jemand Angst vor einer Spinne hat, wird ihm die nicht dadurch genommen, dass sie eine zweite Spinne daneben setzen. Und interessanterweise sehen Sie da das Problem gar nicht, die zusätzlichen Fachkräfte zu besorgen, die Ihnen fehlen. Da sagen Sie, eine Stunde Mathe mehr, geht bestimmt, alles wunderbar. Aber wenn wir sagen, Mensch, eine zweite Assistenzkraft im Raum, das könnte die Lösung sein, unmöglich, so viele Fachkräfte zu finden. Das müssten Sie mal logisch durchdenken, liebe Kollegen von CDU und Grünen. Die Stunde mehr war wenigstens noch ein mit Ressourcen verbundener Schritt. Jetzt legen Sie ausschließlich Maßnahmen vor, die vor allem eins sind, kostenneutral. Eltern leiden mit ihren Kindern mit. Sie erleben den Stress, die Frustration, die Selbstzweifel und auch die Trauer zu Hause. Gleichzeitig sorgen sie sich um die Zukunft ihrer Kinder. Denn wer gut in Mathe ist, hat mit größerer Wahrscheinlichkeit später einen höheren Verdienst oder einen besseren Job. In dieser Situation, ja, gibt mehrere Studien, die belegen, dass das so ist. In dieser Situation suchen Eltern Auswege. Wer es sich leisten kann, wählt den Weg der privaten Nachhilfe. Und wer es sich nicht leisten kann? Nach dem abgelehnten Antrag Mathe stark machen, legen Ihnen SPD, FDP und SSW heute erneut Vorschläge vor. Weil das Thema so wichtig ist, lassen wir nicht nach und legen Ihnen konkrete Punkte vor. Und eine Fortbildungspflicht empört abzulehnen, wenn man selber eigentlich im Koalitionsvertrag sich mal eine Fortbildungspflicht für alle Lehrkräfte vorgenommen hatte, meine Damen und Herren. Das finde ich deutlich sonderbar, vor allem vor dem Hintergrund vieler fachfremd erteilten Mathematikstunden. Und die prekäre Lage von Vertretungslehrkräften, die nach 5 Jahren an die Luft gesetzt werden und durch neue Vertretungslehrkräfte ersetzt werden, haben wir hier ja schon besprochen. Und Herr Balasos, Assistenzkräfte sind genau die Lösung, die uns Mathematiklehrkräfte empfohlen haben. Denn was ist denn der Erfolg oder das Geheimnis einer privaten Nachhilfestunde? Sie haben da eine 1-zu-1-Situation, einen persönlichen Bezug zum Lernenden, zur Lernenden. Und diese kleinere
Eins-zu-eins-Begebenheit können Sie eben häufiger auch im Unterricht darstellen, wenn Sie eine Assistenzkraft haben. Das ist übrigens ähnlich wie das, was der Landesrechnungshof uns kürzlich im Bildungsausschuss ausführlich erläutert hat. Und da wurde auch schon über die Frage gesprochen, wer das denn sein könnte. Sie haben ja in der letzten Legislatur eine Studie zum Thema Schulassistenz bestellt und das Ergebnis geliefert bekommen, dass eine Ausweitung der Schulassistenz dringend empfohlen wird. Da haben Sie eine Antwort auf Ihre Frage, wer das sein kann. Herr Abgeordneter, kommen Sie zum Schluss, bitte. Über das Hamburger Erfolgsmodell des Rechts auf individuelle Nachhilfe in der Schule haben wir schon mehrfach gesprochen. Ich bitte Sie dringend, orientieren Sie sich mal an dem erfolgreichen Nachbarland und ignorieren Sie das nicht völlig. Sie igeln sich völlig in ein lila Wolkenwunderland ein und verlassen die Realität. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.